Herzlich willkommen heute aus dem Allerheiligsten für einen weiteren großen Moment. Wir wollen einen neuen Spieler willkommen heißen, Heiligste Halle, deshalb, weil wir hier im Trainerraum sind des SC Magdeburg, da wo Bennett Wiegert vor und nach den Spielen arbeitet und sich vorbereitet. Es ist sehr, sehr klein hier und er hat auch gesagt vorhin, es ist eigentlich ihm gar nicht recht, dass wir hier sind, aber es ist großartig und es macht Spaß. Und es geht darum, herzlich willkommen zu sagen zu Christian O'Sullivan, herzlich willkommen in Magdeburg. Danke. Wir haben verabredet, er sagt also, er kann schon gut Deutsch sprechen und versteht auch Deutsch, wenn ich langsam genug spreche. Bada! There's the first problem. Also da haben wir schon das erste Problem. Also seid nicht böse und seien Sie nicht böse, wenn wir so eine kleine Mixtur aus Englisch und Deutsch so machen. So, die ersten Eindrücke. Your first thoughts about Magdeburg. After 3 days. Yeah, it's really nice. It's a big city and at least for Norwegian standards, it's pretty big. And I really like it here so far. The arena is great and I haven't been so many places yet, but been downtown and just had a look around and it looks really nice. Also er hat auf jeden Fall schon mal gesagt, dass Magdeburg in Ordnung ist für ihn. Eine sehr, sehr große Stadt, zumindest wenn man die norwegischen Verhältnisse anlegt. Außerdem mag er auch die Arena, ist so ein bisschen in der Stadt schon unterwegs gewesen. Bis jetzt alles großartig und wunderbar. Er war jetzt noch nicht so oft irgendwo anders, aber er hat auf jeden Fall Spaß. Du kommst ja als norwegischer Meister hierher. Ja, schwedischer Meister. Als Norweger, der in Schweden Meister geworden ist. Wie fühlt sich das an? Wie haben sich die anderen als Champion begrüßt? Ich verstand nicht. What did the guy say to you? Hello, Champion? No, but I had a great time in Sweden and got to play some Champions League. And I think that was a useful experience for me. Because Magdeburg is a step up from Sweden and I had to know for sure that I was ready to play at this level and I think I am. Also, kleiner Fauxpas am Anfang, aber das kann man schon mal machen. Also er ist natürlich als Norweger, der in Schweden Meister geworden ist, mit seinem letzten Verein hierher gekommen. Ich habe gefragt, ob die anderen gleich gesagt haben, oh, hallo Meister und hallo Champion, hat aber gesagt, nee, ist alles in Ordnung erstmal. Und es ist schon mal sehr gut gewesen für ihn, dass er letztes Jahr da Champions League spielen konnte und auch so eine Meisterschaft. Aber es ist natürlich schon ein Schritt nach vorne, hier in Magdeburg zu spielen. Er hofft, dass er gut vorbereitet ist durch die Erfahrungen, die er bis jetzt hatte. Tell me something more about the step up. What's the step up in detail for you? Every team in Germany is good. So you can't take any days off. You have to practice hard and you have to play every game like it's a final, because even the teams you think are going down to the second league, to the zweite Bundesliga, is really good. We need to take as many points as possible, and to do that, we have to play good every game. Also der Unterschied zu dem, was er bis jetzt erlebt hat, ist natürlich, dass die Liga hier viel, viel stärker ist. Also er nimmt die deutsche Liga so wahr, dass hier jedes Team jedes schlagen kann, dass jedes Team stark ist. Selbst die Teams aus der zweiten Liga, die aufsteigen und absteigen, sind halt sehr, sehr stark. Und deshalb hat er das Gefühl, hier muss man wirklich jedes Match so bestreiten, als wäre es ein Finale. Okay, wir müssen jetzt zu einem traurigen Thema kommen, weil du kommst her und du hast ja leider eine Verletzung. Let's talk about your injury. What happened? We spielt the Champions League against Vardar in February and tried to get past my defender and something happened in my knee when I was supposed to go past, and since that I could practice and stuff like that and play games, but not to the level I wanted to. I felt that something was wrong, so after we played against Slovenia with the national team. I took an MRI and found out what was wrong, and then I operated my meniscus in the start of July, and now I'm rehabbing and trying to get strong again. But everything's fine at the moment. Yeah, the operation was successful, and it feels much better now than it did before. How long does it take that you're in good shape, yeah, in Magdeburg style shape? Yeah, 4 to 6 weeks, the doctors say, and
hopefully I will be in good shape till the start of the season. Also, es war eine Verletzung in einem Meisterschaftsspiel. Er hat dann aber erstmal weitergemacht, hatte dann während eines oder nach einem Spiel mit der Nationalmannschaft mal reingucken lassen ins Knie, weil er gedacht hat, da ist irgendwas nicht so richtig in Ordnung. Und dann gab es eine Operation mit dem Meniskus, die war erfolgreich und die Herren Doktoren sagen, so 5 bis 6 Wochen, dann haut das wieder hin, weil die Operation sehr, sehr gut verlaufen ist. Und er hofft, dass er dann halt zum Start der Saison auch wieder fit sein sollte. Er hofft, dass das halt gut funktioniert. So, let's talk about the most important things. Do you have a girlfriend? No, I don't. No girlfriend. Yeah, girls! Selbst die Kamerafrau zeigt mir deine kleine Faust hier. Großartig. Your favorite music? I hear a little of everything, but right now it's mostly Drake. Drake? Yeah. Okay. So a little hip-hop, R&B, maybe. Yeah. Is that the music you listen to get in the right mood for before the game? No, then I probably hear something more upbeat, like house music or something. Also er hört Drake, für die Älteren unter ihnen, das ist schon Musik mit ganz, ganz lauten Beats und er mag auch R&B, Hip-Hop-Kram. Ich habe ihn auch gefragt, ob es genau das ist, was er dann auch vorm Spiel hört, um in die richtige Stimmung zu kommen. Und da hat er gesagt, nee, da muss noch ein bisschen was Härteres sein, als es dann halt so Hausmusik. Sie würden Techno dazu sagen, glaube ich, wenn sie sich nicht so viel und so oft mit dieser Musik beschäftigen. Favorite meals? I think my mom's pizza, homemade pizza. I have to say that if she... Typically Norwegian. No, not really. And it's even Italian style, so not typical Norwegian at all, but if my mom's watching, I have to say her pizza. Also da merkt man schon, Schwiegermutters Darling ist er in diesem Moment auf jeden Fall auch geworden. Sein Lieblingsessen ist die Pizza, die die Mama zu Hause macht. Und er hat auch nochmal darauf bestanden, dass er das natürlich sagen muss, falls die Mama das hier, dass die Mama hier sieht. What's the favorite or the special thing with this pizza? I don't know. Maybe it's just... It's mama, like... Yeah, it's mama. No, but every Friday we used to make it together. And yeah, it's just something special we did every Friday. So maybe it's more of the feeling than the taste. But yeah, I was looking forward to every Friday. Okay, also natürlich ist es irgendwie, er sagt, es ist mehr das Gefühl als unbedingt der Geschmack bei dieser Pizza und es ist natürlich alles, was von Mama kommt und das wissen wir alle natürlich, zerfließen in diesem Moment auch. Das ist natürlich besonders sehr, sehr, sehr gut. So, what do you think or what do you know about your teammates at the moment? At least I played against a lot of them on the international stage with Norway and I know the Danish guys pretty well, from losing to them a lot, sadly, but also I've seen a lot of games and I think this is a really good club to come to. Die Mannschaft ist stark, or what you say, but and I really like the team and for me I was really lucky that they wanted me to come here because Magdeburg is a club with proud traditions and I hope we can make the audience proud again because as they showed in the Pokal final last year, they have a really good squad. Did you see it? Yeah, I watched it later, but I couldn't see it directly because we had a game ourselves, but I was impressed with how they played. Flensburg is a really good team and in the final they played a really good game. Also hat jetzt sich nicht hinreißen lassen, spezielle Namen zu nennen. Ich werde es gleich nochmal probieren. Hat aber gesagt, die Dänen kennt er natürlich auch von diversen Spielen mit der Nationalmannschaft. Und er findet die Mannschaft sehr, sehr stark und war natürlich extrem beeindruckt auch von dem Match beim Pokalfinale, weil er natürlich Flensburg auch als ein sehr starkes Team einschätzt. Und da haben die Magdeburger sehr, sehr gut gespielt. So again, some special names. Do you like more than the other? Do you know more than the other guys? You don't need to do it, but you can. No, I'm not going to say any names because then some will be disappointed. But at least people I know good before is Daniel Pettersson because I played with him in Sweden. And of course the Danes. Very shy guy. Yeah, Daniel. Yeah. I talked to him. Maybe it seems to be that he's very shy. Yeah, I think he's quiet. But I think the more you know him, the more he talks, so just give him time.
Okay, also er hat schon was von Pettersson erzählt und hat, ich habe gesagt, er ist natürlich sehr, sehr schüchtern, das erinnert ihr euch vielleicht auch und erinnern Sie sich vielleicht auch an das Gespräch, aber er hat schon gesagt, je länger man den dann kennt und so, man soll ihm nur Zeit geben und dann geht's auch los. So let's talk about your Irish sounding name, yeah. O'Sullivan. Yeah. Are you more Norwegian or more Irish? What's the story behind for the guys? Yeah, my dad is British, or he has a British passport, and my mother is from Norway. And is it an Irish guy? Yeah, my father is British, and my grandfather and grandmother was born in Liverpool and Birmingham, but the heritage from my father's side is Irish, like you said. How I don't know how many steps. I know how many Irish is in your heart. I don't know about that. I haven't been that much over there, but do you like whiskey? Of course. Do you like the Pogues? Yeah. Do you know the Pogues? Yeah, I'm more of the Dubliners fan, but of course I know. But for me, I'm Norwegian through and through. And do you see the matches of the football players, the Irish or the others? Yeah, I really liked Northern Ireland this and Wales because of their supporters in Ireland, of course. But it's always disappointing watching England play in the big tournaments, sadly. But they always have a strong team, but they never do well. So I always cheer for those teams, but lately it's been Germany and France and Spain that's been the best football clubs and or football teams in Europe. So sadly they haven't won in a long time, but I hope they will soon. Okay, are you're a fan of the English team? Yeah. Your favorite player? I'm a Tottenham fan. So. Oh, sorry about that. I'm an Arsenal supporter. I hate you very much. Also okay, wir müssen es kurz. Sorry, I have to translate. It's much stuff. Also fassen wir es ganz kurz zusammen. Ich habe angefangen zu fragen, wie viel irisches Blut bei ihm im Herzen ist. Und er hat gesagt, natürlich von der Vaterseite, die sind eigentlich Briten, aber ein Teil der Verwandtschaft und er weiß nicht, wie viele Schritte das zurück zu verfolgen sind eigentlich auch Iren dabei. Und dann habe ich gefragt, ob er die irischen Bands kennt, The Pogues, die vielleicht berühmteste irische Band. Hat er gesagt, er unterstützt eher die Dubliners. Und Whisky mochte er. Do you like Whisky? Yeah, Whisky is good. Ja, gut, okay. Also er mag dann auch die Whiskys, das ist schon ganz gut. Also so viel irischer Abstammung ist da in ihm. Natürlich sind wir beim Fußball gelandet und er mag die Nordiren zu unterstützen und auch die Waliser. Und ist natürlich traurig, dass das englische Team so schlecht gespielt hat. Und er denkt, jedes Mal wäre es ein starkes Team, aber sie haben halt lange Zeit nichts gewonnen, was so ein bisschen konträr ist. Und das hast du verstanden. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er einen Lieblingsspieler hat. Da sagt er, er ist ein Tottenham-Fan und jetzt sind wir beide schon komplett, müssen wir das Interview eigentlich beenden, weil ich bin ein Arsenal-Fan und er ist ein Tottenham-Fan und die können sich eigentlich überhaupt nicht leiden. Maybe that we should, if it works, together, a match in the Premier League together, Tottenham against Arsenal. I really would like it. Yeah, Tottenham will play at Wembley this season, so there should be a lot of room. Yeah, we should move over. No, we watch it here in Magdeburg, I think, together. Yeah, sure. Yeah, that's yeah. No problem. Here are good pubs. Yeah, is that interesting for you? Obviously it is, but no, we try to be professional. But okay. Of course, it's allowed to drink beer and watch a game. Okay, also ich habe natürlich gleich meine Chance genutzt, habe gesagt, dann lass uns doch mal ein Tottenham-Arsenal-Spiel gucken, irgendwie zusammen hier auch in einem Pub. Er geht auch in welche und hin und wieder darf man mal ein Bier trinken, aber er ist natürlich ein Profi und damit würde ich mal sagen, lassen wir das hier so stehen. Good to have you here. Thank you. We wish you all the best for the injury and for your start in Magdeburg. Thank you very much. Thank you. Ah.